So waren die frühen, unbeschwerten Tage unserer Jugend in Delano. Eine aufstrebende kleine Stadt, die mit der Zeit ging. Keiner von uns hat damals geahnt, dass der Albtraum schon begonnen hatte. Niemand hörte das Scharren des Spatens, der die Grube aushob. Niemand sah die dunkle Gestalt, die sich im Licht der Laterne bewegte, oder gar die Leiche dieses namenlosen jungen Mannes, den hier niemand kannte. Tot und heimlich verscharrt. Keinen Steinwurf vom Zentrum unseres Städtchens entfernt. Wir konnten das nicht wissen. Und ich bitte Sie, mir das zu glauben. Eine dringende städtische Angelegenheit rief mich an einem Nachmittag im Mai 1924 fort von meinem Schreibtisch in der Bank. Man kann sich kaum vorstellen, dass in einer so kleinen Stadt wie Delano es damals noch war, irgendetwas dringend sein konnte. Mein Name ist übrigens Hugh Holmes. Und ich betrachte Delano irgendwie als meine Stadt. Nicht, dass sie mir gehört, aber ich liebe sie. Diese Straßen gab es noch nicht, als wir aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrten. Damals war ich noch ein junger, ehrgeiziger Bankkassierer. Aber ich hatte ein Gespür dafür, wann mir das Glück winkte. Als ich mich entschloss, 4 Grundstücke zu kaufen, erhielt ich sozusagen als Zugabe das Privileg, hier eine Bank zu eröffnen. Die Eisenbahn und die Spinnerei waren meine ersten Kunden. Wir richteten zunächst die Bank ein, dann eine Schule und bauten 3 Kirchen. 1924 wurde es dann angesichts der Zunahme der Kriminalität notwendig, ein neues Gefängnis zu bauen und die Polizei zu organisieren. Ich berief also den Stadtrat ein, um unseren ersten Polizeichef zu wählen. Frank Manton was a member of the council and our town's only physician. He used to say he'd delivered half of Delano's population personally. The other council members were people like Ben Birdsong. He was our druggist. He moved his business here from the big city. Then there was our undertaker, Lamar Maddox.
He used to say, Doc Manton's in charge of arrivals. I handle departures. Idis Bray owned the Delano Telephone Company and most of the rental properties in the colored section of town. They call it Braytown. Idis had an almost unbroken record of voting no on everything. Ich rief den Rat zu einer Versammlung in die neue Feuerwache. Eine Polizeistation ohne Chief ist wie ein Haus ohne Bewohner. Allerdings hatten sich qualifizierte Bewerber nicht gerade um den Posten gerissen. Guten Tag. Na, wie sieht's denn aus? Hallo. Hallo, Mr. Maddox. Also gut, Gentlemen, ich erkläre hiermit die Versammlung für eröffnet. Gut, ich beantrage die Sitzung zu vertagen. Hör mal, Iris, wir haben vor 8 Monaten beschlossen, dass wir eine Polizeistation und einen Polizeichef brauchen. Ich bin dafür, wenn wir hier fertig sind, übergeben wir den Posten Sheriff Skeeter Willis. Skeeter hat doch mit seinem Bezirk schon genug zu tun. Er lässt sich nur noch in Delano blicken, wenn er Wählerstimmen braucht. Der alte Richter Baxter, der im Senat sitzt, hatte im Grunde genommen recht. Suchen Sie sich einen vernünftigen Mann. Er muss nicht unbedingt Erfahrung besitzen. Aber suchen Sie jemanden aus dem Ort, vor dem die Leute Respekt haben. Dann wird er schon in den Job hineinwachsen. Das hört sich sehr gut an. Aber wen haben wir, Hugh? Das erste Bewerbungsschreiben wurde abgeschickt von Francis Vanderburg. Foxy! Foxy! Foxy Vanderburg glaubt, dass seine militärische Vergangenheit und seine Fähigkeit, mit Waffen umzugehen, ihn für diesen Posten qualifizieren. Foxy Vanderbergs militärische Vergangenheit besteht darin, dass er in England von einem Pferd getreten wurde. Das ist alles. Und das arme Tier hat ihn am Kopf getroffen, wenn ihr mich fragt. Ich habe Mr. Vanderberg zugesichert, dass wir seine Bewerbung genau wie jeder andere in Betracht ziehen. Wer ist für Vanderberg? Stimmen dagegen? Hey. Das zweite Bewerbungsschreiben, das ich hier habe, ist von Will Henry Lee. Will Henry? Das überrascht mich. Ziemlich guter Mann für einen ziemlich miesen Job. Ja, was ist denn los mit ihm? Hat ihn der Baumwollkäfer geschafft? Will Henry hatte nie besonders viel Glück mit dem Anbau von Baumwolle. Aber er versuchte es immer wieder. Ich wäre durchaus bereit gewesen, seinen Bankkredit zu erneuern. Aber er entschloss sich, die Farm aufzugeben, bevor ihm die Geschichte über den Kopf wuchs. Ich mochte Will. Er war ein guter Mann, genau wie sein Vater. Morse Gifford kommt mit seinen Jungs vorbei und hilft mir mit dem Klavier. Sag ihnen, ich bin ihnen dafür dankbar. Ja, das werde ich tun. Also Nelly, falls ihr irgendetwas braucht, kommt ihr zu uns, ja? So weit sind wir ja nicht weg. Gerne. Aber dieser Platz ist schon jetzt nicht mehr das, was er mal war, Miss Carrie. Ich weiß. Ja, ich weiß. Mama, wo hast du meine selbstgemachte Steppdecke? Ach du meine Güte, hat sich deine Steppdecke schon wieder versteckt? Sie liegt hier oben auf dem Wagen, Eloise. Jesse? Ich kann mich doch auf dich und Joshua verlassen, nicht wahr? Mr. Holmes sorgt dafür, dass die Farm verpachtet oder verkauft wird. Ja, aber ohne sie wird es nicht mehr dasselbe sein, Mr. Will. Wir beide haben lange genug dieses Land hier bestellt. Und Sie sind ein guter Farmer, Mr. Will Henry. Nur ein guter Farmer zu sein, reicht leider nicht. Um den Baumwollkäfer zu besiegen, muss man gut und reich sein. Ja, das ist wahr. Jesse? Horst Spence hat schon seit langem ein Auge auf meine Farm geworfen. Er will wahrscheinlich Rinder züchten und eine Pfirsichplantage aufmachen. Horst Spence? Er hat mich gefragt, ob ihr nicht bleiben wollt. Du kennst doch bestimmt noch Horst Spence. Das ist ein Mann, der gerne Ja, Sir und Nein, Sir hört. Ja, Sir. Tja. Wir müssen uns wohl auf den Weg machen, Jesse. Wo steckt denn Billy? Ist er bei Joshua? Er wollte sich noch von Old Dapple verabschieden. Ich glaube, er wird den alten Klepper sehr vermissen. Eloise, lauf und hol deinen Bruder. Lass ihm noch einen Moment Zeit, Will. Das ist wichtig. Hey, komm, Kleines. Jetzt zeig mal deiner Ma, wo ist das hohe C? Ja, sehr gut. Und wo ist das F? Gut. Und jetzt zeig mir A.
Und jetzt wieder das hohe C. Gut. Mach dir keine Sorgen um Old Dapple. Ich pass gut auf ihn auf. Darauf gebe ich dir mein großes Ehrenwort. Also überlass das mir. Vergiss nicht, ihm jeden Tag eine Karotte zu geben. Er liebt Karotten. Na klar, Billy, und wenn ich sie klauen müsste. Genau das Richtige, Will Henry. Ich weiß es. Uns bleibt nicht viel übrig. Hoffen wir, dass es das Richtige ist. Ich werde froh sein, wenn endlich Nachbarn in der Nähe wohnen, mit denen man Rezepte austauschen und hin und wieder ein Schwätzchen halten kann. Ach, Carrie, Liebling, du bist weit und breit die beste Köchin, aber auch die schlechteste Lügnerin. Aber trotzdem, vielen Dank. Gern geschehen. Bin nur froh, dass mein Vater das nicht mehr erleben musste. Vom Land gejagt von einem gemeinen Baumwollkäfer, kaum größer als eine Zecke. Mama! Billy will nicht mit mir reden. Rede mit mir, Schätzchen. Ich rede mit dir. Daddy, was ist ein Polizeichef? Also das weiß ich leider auch nicht so genau. Aber das werde ich schon auch rausfinden, wenn ich mich wie einer benehmen muss. Ihre Bewerbung wurde diskutiert und abgelehnt, Foxy. Tut mir leid. Ich mache eine Menge Geschäfte mit Ihrer Bank, Mr. Holmes. Das weiß ich durchaus zu schätzen. Aber offensichtlich nicht so sehr, wie ich mir das wünschen würde. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass Bankgeschäfte die Entscheidungen des Stadtrats beeinflussen könnten. Ich bitte Sie, das möglichst nicht misszuverstehen, Foxy, aber die Leute in der Stadt, die kennen Sie einfach nicht gut genug. Die sehen in Ihnen, wie soll ich sagen, so etwas wie einen Einsiedler, der es vorzieht, allein mit seinen Hunden hier draußen in Pine Mountain zu leben. Richtige Hunde, das muss man ihnen lassen. Reinrassige goldene Labradors sind nicht einfach Hunde. Nun ja, das will ich auch gar nicht bestreiten, Foxy. Aber man kann nicht einfach an der Tatsache vorbeigehen, dass Sie nun mal nicht im Bezirk von Mainbridge leben. Sie wohnen in Justin County. Um ernannt werden zu können, hätten Sie Ihren Wohnsitz wechseln müssen. Tja, so ist es, Foxy. Das war eine dumme Entscheidung. Sehr dumm. Wählen einen Farmer. Dieses Amt verlangt jemanden mit Ausbildung und Disziplin. Was erhoffen Sie sich von einem unerfahrenen Baumwollfarmer, wenn es mal Ärger gibt? Wenn wir dich nochmal mit einer Niggerhure erwischen, kommst du nicht so billig davon. Was geht hier vor, Tommy? Eigentlich gar nichts, Skeeter. Wir haben dem Jungen nur eine Lektion erteilt. Über den Umgang mit Niggern. Das ist alles. Es ist nicht meine Aufgabe, mich in die Erziehung eines jungen Mannes einzumischen. Hat einer von euch was zu trinken dabei? Hier wird es nachts kühl, wisst ihr? Yeah.
Sie die Gesetze der Stadt Delano, dieses unabhängigen Staates und der Vereinigten Staaten von Amerika zu befolgen, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. Meinen herzlichen Glückwunsch, Chief. Ich danke Ihnen, Joe. Danke. Viel Glück, Will Henry. Besten Dank, Sir. Wir sind enorm stolz auf Sie, Will Henry. Danke, das viel ist Glück. Sehr freundlich. Lieber zu, Will Henry. Viel Glück. Viel Glück, Will Henry. Danke. Also dann, Chief. Es freut mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich danke Ihnen, Skeeter. T.T. Brown wird in ein paar Tagen aus der Hauptstadt rüberkommen und Sie mit allem ausstatten, was Sie so an Ausrüstung brauchen. Sehr gut. Aber nur, solange Sie den Etat nicht überschalten. Keine Sorge, Aldous, das mache ich nicht. Viel Glück, Will Henry. Ach, Will Henry, ich weiß, dass Sie es nicht gewohnt sind, eine Waffe zu tragen, aber wir können nicht zulassen, dass unser Polizeichef ohne Waffe rumläuft. Dieser alte Bandlein-Colt wird seinen Zweck erfüllen, bis Ihre Ausrüstung eintrifft. Er ist schon seit vielen Jahren in meiner Familie, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wann er zuletzt abgefeuert wurde. Sehen Sie, da sind keine Kerben im Griff. Ja, aber mit der Kanone werde ich wahrscheinlich nie schießen müssen. Wenn ich die nur jemandem zeige, wird er schon vor Angst tot umfallen. Ach, ich wollte da drin keine Missstimmung aufkommen lassen, aber ich habe den Stadtrat veranlasst, Ihnen zusätzlich $5 im Monat zu bewilligen. Für die Versicherung. Sie meinen die Lebensversicherung, nicht wahr? Will, Sie müssen auch an Ihre Familie denken. Stimmt, da haben Sie recht. Ich glaube, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wenn man einen Regenschirm mit hat, regnet es ja nie. Tja, ich habe das Gefühl, das Gefährlichste, was mir hier passieren kann, ist ein Tritt von einem Maultier in diesem Verkehrsgetümmel. Dann gebe ich Ihnen den guten Rat, sich von Ben Birdsongs Mauleseln fernzuhalten. Die sind ein bisschen nervös. Da wir gerade vom Verkehr sprechen, wir könnten eine von diesen neuen automatischen Signalanlagen an der Ecke da gebrauchen. Nun ja, das will ich nicht. Bandräuber! Die haben die Bank ausgeraubt! Ist so ein Kinderspiel, was, Chief? Hände runter. Nach dieser bravourösen Gefangennahme der Bankräuber am helllichten Tag kannte jeder in der Stadt Will Henry. Aber niemand ahnte etwas von dem Albtraum, der sich mitten unter uns ereignete. Du die Teller ab oder zerbrichst du sie? Es tut mir leid, Will Henry. Ich zittere immer noch wie Espenlaub. Was soll das, Liebling? Die Brüder O'Brien waren total betrunken. Das Gewehr, das sie hatten, war nicht mal geladen. Die hatten ein Gewehr? Und eine Lebensversicherung. Mir wäre es lieber, wenn du mir nichts davon erzählt hättest. Ich fand es sehr anständig vom Stadtrat, mir die zu bewilligen. Das mag ja sein. Das mag ja sein? Hör zu, Schatz. Das Schlimmste, das mir wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ich vielleicht mal einen Trunkenbold aufs Revier schleppen muss oder ein paar Kinder aus dem Melonenfeld verscheuche oder einen Bericht über eine zerbrochene Fensterscheibe zu Papier bringe. Wozu die Versicherung? Die Lebensversicherung. Es könnten ja auch mal Zeiten kommen, wo es nicht so harmlos zugeht. Wenn es mal dazu kommt, wenn ich mich mal in Gefahr begeben muss, dann will ich nicht daran denken müssen, dass du dir Sorgen um mich machst. Du hast recht. Du hast recht. Aber wenn dieser T.T. Brown kommt und dir deine Polizeirevolver bringt, dann fahren wir raus aufs Land und üben erst mal. Ich weiß, du bist ein guter Schütze, Will Henry, aber ich will, dass du der Beste bist. Nicht schießen! Nicht schießen! Hab ich dich endlich! Nimm die Hände über den Kopf! Bleib auf der Stelle stehen! Du bist verhaftet! Billy! Billy! Thank you.
Richte die Pistole auf die Erde, Junge. Na, mach schon, richte sie auf die Erde. Langsam. Jetzt gib mir das Ding. Wir haben doch nur gespielt. Wir wollten doch nur mal Polizei spielen, Daddy. Seht ihr? Das ist eine gefährliche Waffe. Verstanden? Das ist kein Spielzeugrevolver, mit dem man Spaß haben kann. Habt ihr das verstanden? Hä? Stellt euch neben mich. Ihr beide. Also, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich über diesen Revolver gesagt? Ich weiß nicht, was du meinst. Was habe ich über den Revolver gesagt? Du hast gesagt, er ist gefährlich. Das stimmt, mein Junge, und vergiss das nicht. Und jetzt nimmst du den Revolver und legst ihn dahin zurück, wo du ihn her hast. Na los, Billy. Worauf wartest du? Und vergiss bloß nicht. Den rührst du nie wieder an, hast du verstanden? Ja, Sir. Na gut, los geht jetzt. Ross Spence hatte inzwischen Lees alte Farm übernommen. Das Problem mit den Baumwollkäfern löste er, indem er sich auf Pfirsiche und Milchkühe verlegte. Er wollte die Farm kaufen, aber ich verpachtete sie ihm nur. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, warum. Vielleicht war es ja naturell. Ross Spence war eigentlich bösartig und ich mochte ihn nicht. Sein Sohn Emmett war aus dem gleichen Holz geschnitzt. Jesse, komm mal her! Also, ich veranstalte hier kein Wohltätigkeitspicknick für dich, wie will Henry Lee. Ich quartiere im Haus einen Aufseher ein, das ist mir sicherer. Wenn ihr bleiben wollt, könnt ihr ein Stück Acker haben, um mal Gemüse anzubauen. Ab und zu gibt es Butter und ein paar Eier. Und wenn ihr euch anstrengt beim Baum setzen, könnt ihr euch vielleicht ein paar Dollar extra verdienen. Ja, Sir. Wir machen, was Sie sagen. Ich habe gehört, deine Frau und dein Junge haben ein ziemlich loses Mundwerk. Davon will ich nichts hören. Verstanden? Ob du mich verstanden hast? Yes, Sir. In Ordnung. Ich sag dir was. Du könntest dir gleich ein paar Dollar verdienen, wenn du mir das Pferd da drüben verkaufst. Na los, verkauf's ihm. Mach doch sowieso nichts. Lahmt doch schon seit Jahren. Der Niggerjunge hat gesagt, dass das Pferd lahmt, Daddy. Du wolltest wohl versuchen, mich reinzulegen. Nein, Sir. Versuch das nie wieder, sonst passiert was. An die Arbeit! Ja! Ja! Joshua, du hast ein fixes Köpfchen. Und eine fixe Zunge, wie Mama. Mhm. Stableuchte, 5 Batterien. Damit können Sie nachts auf eine Viertelmeile einen halben Wald ausleuchten. Auch gut als Schlagwaffe zu gebrauchen, falls nötig. Dann Ihr Dienstrevolver.
Ein 38er mit 6 Zoll Lauf. Schießt genauer als ein 4 Zoll und liegt besser in der Hand. Da brauchen Sie keinen 45er mehr. Es sei denn, Sie bevorzugen Kanonen. Ich schätze, nein. Also, ich würde sagen, jetzt haben Sie Ihr Handwerkszeug zusammen, Chief. Ja, das nehme ich an. Fehlt noch irgendwas, Sheriff? Sie kennen Ihr Geschäft, Titi. Sie heben sich sicher das Schönste bis zum Schluss auf. Zum Schluss das Schönste. Eine kleine Überraschung. Mit Empfehlung von Titi Braun Polizeiausrüstung. Gratis und frei Haus. Titi Braun, Präsident und Eigentümer, überreicht Ihnen hiermit Ihr Polizeidienstabzeichen. Das Schmuckstück hier gehört an Ihre Jacke oder an Ihr Hemd. Das kleine hier ist für Ihre Mütze. Und das hier ist als Reserve gedacht. Stecken Sie es in die Hosentasche, falls Sie mal keine Uniform tragen. Das sieht wirklich alles ausgezeichnet aus, danke. Ist mir ein Vergnügen. Sie haben eine Karte und den Katalog. Ich komme alle 2 Monate in der Gegend hier vorbei. Viel Glück. Danke, Sir, danke. Hat mich gefreut, Sie wiederzusehen, Skeeter. Was wäre die Polizei bloß ohne Sie? Danke und gute Fahrt. Hey, hat Ihnen Ihre Frau schon einen großen Vortrag gehalten? Sie wissen schon darüber, dass Sie vorsichtig sein sollen. Na ja, wir haben mal kurz davon gesprochen, ja. Aha. Oh! Oh! Das hat wehgetan, was? Und im Moment ist Ihnen nicht danach, sich umzudrehen und mir auch eine zu verpassen, oder? Das hätte ich Ihnen mindestens eine Woche lang erklären können und Sie hätten es nicht kapiert. Sie müssen immer darauf vorbereitet sein, dass Ihnen jemand seine Faust in den Magen rammt. Irgend so ein netter Kerl, den Sie wegen zu schnellen Fahrens anhalten und der den Kofferraum voller Schnaps hat. Oh, tut mir leid, Will Henry. Ist gar nicht so einfach, Ihnen beizubringen, wie Sie da draußen überleben können. Das hier hat Titi Ihnen dagelassen. Dazu will ich Ihnen noch was sagen. Das ist Ihr Zaubermittel. Immer dran denken, drohen Sie nicht damit, benutzen Sie es. Wenn Sie einen Nigger mit der Faust schlagen, wird er Sie ein Leben lang hassen. Wenn Sie ihm mit der Keule eins überziehen, dann meint er, Sie tun nur Ihren Job. Und dann noch was. Wenn Sie Befehle ausgeben, dürfen Sie nicht lange drum herumreden. Wenn Sie anfangen zu diskutieren, hört keiner mehr auf Sie. Ich hab's begriffen, Skeeter. Trotzdem will ich, dass Sie es wissen. Ich habe Hugh Holmes davon abgeraten, Sie zum Chief zu machen. Sie haben es nicht in sich, Sie haben keinen Biss. Wenn's hart auf hart kommt, sind Sie nicht der Richtige, um das durchzustehen. Irgendwer wird Sie fürchterlich drankriegen, Will Henry. Das ist so sicher, wie ich hier stehe. Ich schwör's dir, so müssten dich alle sehen. So ausgeputzt. Sieht ja gut aus. Hey, ich muss mich jetzt daran gewöhnen, jeden Tag eine Krawatte zu tragen. Na, wenn ich an dich denke, sehe ich dich immer in Unterhosen vor mir. Hey, na, hör mal, Carrie. Okay, das war eine Lüge. Ich stelle mir dich ohne Unterhosen vor. Mami, nun mach schon. Worauf wartest du? Er hat jetzt seine Krawatte umgebunden und ist fertig. Wovon reden denn die beiden? Also gut. In diesem Haus kann man sowieso nie ein Geheimnis lange für sich behalten. Hey, was ist das? Oh, großartig. Sieh dir das an. Einfach umwerfen. Yippie. Ich liebe dich, Chief. Danke. Ich danke euch allen. Tja, also T.T. Braun hat sich mächtig ins Zeug geworfen. Er war sehr nett. War eine gute Idee, dass er vorbeigekommen ist. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich eine Freude. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich muss mich umziehen. Hugh Holmes wartet auf der Polizeistation auf mich. Wir müssen alles für die feierliche Einweihung vorbereiten. Das müssen Sie doch nicht machen. Ich liebe Sägespäne. Ich liebe diesen typischen Geruch. Als ich ein kleiner Junge war, bin ich immer zur Sägemühle runtergelaufen. Der Geruch von Sägemehl war manchmal so dick, dass man ihn schmecken konnte. Ich habe mir immer vorgestellt, was so alles für Möbel und Häuser aus diesen Brettern gebaut würden. Ja, das glaube ich Ihnen gern. Hören Sie, Will. Mir ist klar, dass Ihnen diese kleine Feier morgen wahrscheinlich vollkommen unsinnig vorkommt. Aber die Menschen hier sind einfach stolz auf das, was sie vollbracht haben. Und ich will, dass sie stolz sind auf ihre neue Polizeistation und ihren neuen Polizeichef.
Kommen Sie mal einen Moment hier rüber. Meine Jungs haben das hier heute Mittag in Ihr Büro gebracht. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Hey, ja, der gefällt mir. Aber der stand doch in Ihrem Büro, das weiß ich ganz genau. Da haben Sie recht. An diesem Tisch habe ich damals in meiner Bank angefangen. Jetzt gehört er Ihnen. Ein Schreibtisch und ein Telefon. Das ist Ihr Büro. Na los, gehen Sie ran, Chief. Polizeistation, Chief Lee am Apparat. Wie war das? Ja, ja, langsam, Ma'am. Aha, aha. Gut, gehen Sie nicht aus dem Haus, ich komme sofort. Die Lady, die da gerade angerufen hat, wollte melden, dass Granny Butts seine Frau verprügelt. Butts arbeitet in der Spinnerei. Der ist schon ein übler Kerl, wenn er nüchtern ist, was selten genug der Fall ist. Kommen Sie, ich weiß, wo er wohnt. Granny, ich werde dir zeigen, wer hier das Dach ist! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Du Dreckslampe! Zum Teufel sind Sie denn? Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Das ist mein Haus. Also verschwinden Sie hier raus! Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Ja, das sollte sich Dr. Menten lieber mal ansehen. Aber das ist doch nicht nötig. Na komm, und jetzt hoch, hoch mit dir! Gehen wir! Hoffentlich bringt ihr den Kerl um. Sonny, komm her, Sonny. Sonny, komm her. Also vorwärts, Mats! Los! Meine lieben Freunde, danke, dass Sie sich zu dieser frühen Stunde und zu diesem besonderen Anlass hier eingefunden haben. Wir wollten die Einweihung jetzt schon vornehmen, bevor die Schule anfängt und die meisten von uns zur Arbeit müssen, damit Sie alle Gelegenheit haben, unsere neue Feuerwache und Polizeistation kennenzulernen. Die meisten von Ihnen kennen bereits Earl Chapman, den Chef der Freiwilligen Feuerwehr von Delamore. Und jetzt stelle ich Ihnen unseren neuen Polizeichef vor, Will Henry Lee. Ich nehme an, der einzige Bürger Delanos, der die Einweihung verpasst hat, war der Zeitungsjunge, der kleine Maynard. Am Ende seiner Tour hielt er immer unten an der Straße unterhalb von Hodos Bluff, um zu frühstücken. Er konnte nicht ahnen, dass er nur ein paar Schritte von einem grausigen Fund entfernt war, der ihn für den Rest seines Lebens verfolgen würde. Buster, willst du was von meinem Schinkenbrot? Hey, was machst du da? Eine sehr ordentliche Einweihungsfeier. Ja, das war's, das war's. Wenigstens wissen die Leute jetzt, wer ihr neuer Polizeichef ist. Hoffen wir nur, dass sie es mit Fassung tragen. Guten Morgen, Mr. Thunderberg. Sie werden nicht lange als Chief durchhalten. Das können Sie auffassen, wie Sie wollen. Und haben recht. Hören Sie nicht auf das, was der redet. Das ist der reinste Neid. Foxy hat sich auch um den Job beworben. Aber eins muss man ihm lassen. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er ein guter Verlierer ist. Nein, da haben Sie allerdings recht. Wir sehen uns noch, Will. In Ordnung. Bis dann. Chief, warten Sie mal! Warten Sie!
Jetzt mal ganz ruhig, Brother Maynard. Was gibt's denn so Dringendes? Es ist wirklich dringend. Ich habe einen toten Mann gefunden. Oben bei Hodus Bluff. Er liegt tot da. Ganz ehrlich, ich habe ihn gesehen. Emma Maddox und Dr. Frank Manton waren mit dem Tod in all seinen üblichen Formen wohl vertraut. Aber diese Leiche war ein Rätsel für sie. Das Opfer war in dieser Gegend nicht bekannt. Und außerdem entdeckte Doc Manton Prellungen am Körper, die ihn misstrauisch machten. Ich habe Dr. Carter Soules in der Hauptstadt angerufen. Er ist ein Experte der Gerichtsmedizin. Er wollte heute Nachmittag hier sein. Ich musste versprechen, ihn zu einem anständigen Braten einzuladen, damit er kommt. Wenn wir den Mann für einen guten Braten kaufen können, ist das ein Sonderpreis. Er bittet uns, die Leiche bis dahin in einem kühlen Raum aufzubewahren und wollte von mir den ungefähren Todeszeitpunkt wissen. Ich habe ihm gesagt, ich schätze vor 48 Stunden. Wäre es nicht möglich, dass der Clan was damit zu tun haben könnte? Die halten doch manchmal ihre Versammlungen oben am Pine Mountain ab. Ich habe gehört, dass die vor kurzem wieder einen weißen Jungen in der Nähe der Bezirksgrenze zusammengeschlagen haben. Hatte was mit einem farbigen Mädchen zu tun. Wenn ich bis heute Nachmittag ein paar Antworten präsentieren soll, muss ich mich beeilen. Wollen Sie mal einen guten Rat, Chief? Tommy will sagen, es ist besser, wenn Sie Ihre Nase nicht in so kleine Angelegenheiten stecken, Will Henry. Ist politisch unklug. Ich bin kein Politiker, Skeeter. Ich bin Polizeichef und der Mann ist tot. Wir haben uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr oben am Pine Mountain getroffen, nur damit das klar ist. Abgesehen davon liegt Hodus Bluff, wo der Junge den Unfall hatte, an der Grenze zum Justin County. Habe ich recht, Will Henry? Also wenn jemand halbnackt und schwer misshandelt einen Steilhang runterfällt, glaube ich kaum, dass man das einen Unfall nennen kann. Ich wollte damit sagen, Will Henry, das gehört nicht in Ihre Zuständigkeit. Was ich meine ist, das gehört in Sheriff Grandes Amtsbezirk drüben. Ja, genau. Jedenfalls würde ich nicht so viel Wind machen, um rauszufinden, wer das war. Wahrscheinlich waren es Landstreicher. Landstreicher? Kommt oft genug vor. Ist doch immer dasselbe Spiel. Die machen zusammen die Gegend unsicher und dann hat einer von denen was, worauf die anderen wild sind. Zum Beispiel ein paar Schuhe oder ein Hemd oder sowas. Da haben die ihn umgebracht. Diese Penner bringen sich gegenseitig um für eine Flasche Whisky oder noch weniger. Jedenfalls den Clan sollten Sie dabei lieber vergessen. Bringt bloß Scherereien und keine Ergebnisse. Eine ganze Anzahl hochgestellter Persönlichkeiten sind im Clan, Will Henry. Lassen Sie die lieber in Ruhe. Die könnten Ihnen noch manchmal sehr nützlich sein. Ja? Also ich halte nicht viel von Auspeitschungen. Von Männern, die Kreuze verbrennen, um unschuldigen Leuten Angst einzujagen. Und ich kann keinen Mann respektieren, der sein Gesicht hinter einem weißen Laken versteckt. Das können Sie von mir aus erzählen, wem immer Sie wollen. Nein, ich habe in der Nacht nichts gehört. Jedenfalls nichts, was die Polizei interessieren könnte. Wieso? Naja, ich habe mich ein bisschen in der Nachbarschaft umgehört. Hier soll es vor ein paar Nächten Krawall gegeben haben. Ich dachte, Sie haben vielleicht was davon mitbekommen. Nachts findet Krawall höchstens in meinem Schlafzimmer statt. Falls Sie das interessiert, Chief. War das einer von Ihren Krawallen? Die meisten Leute glauben, Witwen sind einsame alte Ladies. Es dürfte wohl kein Gesetz geben, was das Gegenteil verbietet, oder, Chief? Jedenfalls keins, um das ich mich kümmern müsste. Sagen Sie mal, sind Sie ein verheirateter Mann? Ja, das bin ich. Genau wie Grady Butts. War er in der letzten Nacht zufällig bei Ihnen? Er war betrunken, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Ich bin nicht das Privateigentum von irgendjemandem. Ich habe so ein Gerücht gehört, dass er einen von Ihren jugendlichen Krawallmachern vor einer Weile zusammengeschlagen hat. Ja! Ist Liebe nicht was Wunderbares? Thank you.
Vanderburg? Foxy! Hey, Mädchen, komm mal her. Hey, du bist ja eine ganz hübsche. Ja. Ja. Oh ja. Kein Wunder, dass du so stolz bist. Wirklich eine prächtige Familie, die du da hast. Ja. Sehen Sie? Wachsamkeit. Sie waren nicht vorsichtig genug. Ich hätte sie töten können und sie hätten mich nicht mal gesehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich hier getötet werde. Das meine ich. Wachsamkeit. Ein Polizeichef sollte immer auf das Unerwartete vorbereitet sein. In Zukunft werde ich daran denken. Ich nehme an, ich sollte mich entschuldigen für das, was ich heute Morgen gesagt habe. Es ist nicht notwendig. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Richtig. Ich habe Joe Holmes gleich gesagt, Sie sind nicht der richtige Mann für diesen Job. Ich sage, was ich meine, gerade heraus, nicht hinter Ihrem Rücken. So ist es mir auch lieber. Also, was kann ich für Sie tun? Nun, ich habe erfahren, dass es hier in der Nähe vor ein paar Nächten Krawall gegeben hat. Wollte wissen, ob Sie was gehört haben. Was für eine Art von Krawall? Also, manche Leute sagen, der Clan hält da drüben auf dem Feld hinter dem Wald regelmäßig seine Versammlungen ab. Manchmal schon, ja. In letzter Zeit nicht. Abgesehen davon, das fällt nicht in Ihre Zuständigkeit. Das ist Justin County. Damit haben Sie allerdings recht. Aber das hier ist was Besonderes. So? Naja. Ich interessiere mich nicht besonders für den Clan. Ab und zu verbrennen die ein Kreuz und achten darauf, dass die Nigger nicht über die Stränge schlagen. Das sind ja wirklich niedliche Welpen, die Sie da haben. Wenn meine Kinder die sehen, wären die ganz aus dem Häuschen. Absolut reinrassig. Die besten im County. Im ganzen Land vermutlich. Tja, das ist wirklich ein hübsches Anwesen, was Sie hier haben. Also entschuldigen Sie nochmal die Störung. Ich arbeite gerade an einem Buch über forensische Medizin, Frank. Habe ich Ihnen davon schon erzählt? Müssen wir warten, bis Ihr Buch rauskommt, oder haben Sie uns jetzt schon was mitzuteilen, was uns bei unseren Untersuchungen helfen könnte? Sie sind neu hier, nicht wahr, Will Lee? Hab mich mittlerweile schon eingelebt. Also, Chief, Sie können in Ihrem Bericht schreiben, dass das Opfer, weiß, männlich, ungefähr 16 Jahre alt, aufgrund eines Sturzes zu Tode kam. Zuvor jedoch musste der Bursche viele körperliche Misshandlungen über sich ergehen lassen. Dagegen muss einem ein gebrochener Hals geradezu wie ein Segen Gottes erscheinen. Er war über einen längeren Zeitraum an Händen und Füßen gefesselt. Mit einem dicken Draht oder Handschellen. Er wurde systematisch ausgepeitscht. Man hat fast das Gefühl wie bei einem Ritual. Geschlagen wurde er möglicherweise mit einem schweren Riemen. Wahrscheinlich eher noch mit einem Gummischlauch. Das mit dem Schlauch ist eine beliebte Foltermethode. Zusatzbemerkung. Der Bursche wurde gezwungen, während der gesamten Dauer der Misshandlung auf einer sehr unbequemen Fläche zu sitzen. Ziemlich schwer zu sagen, was. Könnte möglicherweise ein schwerer Metalleimer gewesen sein oder vielleicht auch ein altes Fass oder sowas. Na kommen Sie, Carter, was haben Sie sonst noch auf Lager? Es gibt keine direkten Beweise, dass der Junge sexuell belästigt wurde. Ich nehme eher an, ihm ist vorher die Flucht geglückt. Aber ich glaube, dass die gesamte Tortur sexuell motiviert war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas hier in Delano passieren kann. Oh, wenn Sie erst noch eine Weile länger Chief sind, dann werden Sie feststellen, dass es in Delano alle möglichen Menschen gibt, wie anderswo auch. Sie sitzen neben Ihnen in der Kirche.
gehen auf der Straße an Ihnen vorbei. Wäre sogar möglich, dass Sie einen von denen als Ihren Freund bezeichnen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Chief. Ich schicke Ihnen einen Satz von den Fotografien zu. Die können Sie dann zu Ihren Akten nehmen. Was für ein komisches Gesicht der macht. Ist der nicht niedlich? Er schläft aber in meinem Bett. Nein, in meinem Bett. Ich habe ihn gefunden. Ach ja? Ach komm, Billy. Er will in meinem Bett schlafen. Nein, ich glaube, wegen der Hundehütte brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Die streiten sich schon, in wessen Bett er schläft. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich zu Foxy nichts gesagt hätte. Jetzt sieht es so aus, als hätte ich ihn drum gebeten. Ich finde es trotzdem nett von ihm. Er hat den Picknickkorb einfach vor der Tür abgestellt, mit einem Zettel dran. Ein Geschenk von einem Freund für die Lee-Kinder. Billy entdeckte den Korb, rannte sofort hin, machte ihn auf, sah den kleinen Hund und fing an zu brüllen. Ich dachte schon, der wird umgebracht. Tja, das ist wirklich ein niedlicher Hund, was? Also, was hat denn der berühmte Doktor aus der Stadt rausgefunden? Der berühmte Doktor aus der Hauptstadt hat gesagt, der Bursche hat sich das Genick gebrochen, als er vor einem Sexbesessenen auf der Flucht war. Vor einem Perversen. Als ich neulich den betrunkenen Grady Butts festgenommen habe, weißt du, was sein Sohn da zu mir gesagt hat? Er sagte, hoffentlich bringt ihr den Kerl um. Er meinte das verdammt ernst. Du wirst jetzt vor allem die schlechten Seiten der Menschen kennenlernen. Das ist mir schon klar. Aber es ist mir lieber, wenn du mit den guten und den schlechten Seiten der Menschen zu tun hast, als wenn du den Unterschied nicht kennst. Ich weiß nicht. Vielleicht haben Skeeter Willis und Foxy doch recht. Vielleicht bin ich für diesen Job nicht geschaffen. Oh, schon vergessen. Wir stecken hier zusammen drin. Das ist gut. Ja. Mach das Maul auf. So, jetzt hast du. Der dämliche Snigger kennt, verschüttest meine Milch. Dir werde ich's zeigen. Meine Milch verschütten. Du leckst die Milch jetzt auf. Leck die Milch auf. Du tust jetzt, was ich dir sage. Leck die Milch auf. Hast du mich verstanden? Leck die Milch auf! Mach schon! Komm sofort her, du Bengel! Komm her! Daddy! Er hat keinen Grund, dich deswegen auszupeitschen. Halt, Daddy! Geh nicht da rein! Komm sofort zurück, hörst du mich? Der sonntägliche Gang zur Kirche hatte zwei Seiten. Drinnen wurde gebetet und gepredigt und draußen, der Herr möge uns vergeben, ging's um Politik. Zu dieser Zeit bewarb ich mich um einen Sitz im Senat und versuchte selbstverständlich, so viel Unterstützung wie möglich zu bekommen. Aber im Grunde genommen hatten die Leute keine große Wahl. Mein einziger Gegner befand sich zu dieser Zeit in einer Klinik für Alkoholkranke. Nun, Carrie, wie gefällt Ihnen denn das Stadtleben so? Ja, die Häuser stehen zwar dichter zusammen, aber die Kinder sind trotzdem schwerer zu finden. Ich weiß nicht recht. Und früher war es auch nicht nötig, dass ich meine Hemden bügeln musste. Schon was Neues über den Toten? Nein, aber ich habe jetzt die Fotografien von Dr. Saltz. Wissen Sie, Sheriff Skeeter Willis meint, der Junge war ein Ausreißer, der sich auf der Eisenbahn rumgetrieben hat und mit einer Horde Landstreicher durchs Land zog.
Ich nehme an, damit könnte er recht haben. Ich bin heute Morgen auf dem Weg zur Kirche an einem Landstreicherlager unten bei den Gleisen vorbeigekommen. Sind schon wieder ein paar neue Touristen da. Keiner weiß, wo die herkommen. Naja, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Hat jemand von euch diesen Jungen schon mal gesehen? Hm? Du? Schon mal gesehen? Was ist mit dir? Seht ihn euch an. Hast du den Jungen schon mal gesehen? Und was ist mit dir? Hm? Kennst du diesen Jungen? Mann, ich hab dich was gefragt. Also gut, verschwindet! Alle, macht, dass ihr hier wegkommt! Los! Vorwärts! Verschwindet! Haut ab! Hey! Du da! Junge, du komm mal hierher! Wo kommst du her, mein Junge? Jackson, Michigan. Sieh dir das an. Siehst du das? Der Junge ist tot. Willst du auch von so einem Totengräber verscharrt werden? Deine Familie fragt sich, wo du bist? Nein, Sir. Dann mach zum Teufel, dass du verschwindest und komm nie wieder zurück. Lass dich nie wieder hier sehen. Hörst du? Hast du mich verstanden? Die Sonnabende waren immer etwas Besonderes in Delanoy. Die Farmer und Arbeiter trafen sich in der Stadt. Alte Freunde sahen sich wieder. Man tauschte Waren und die neuesten Gerüchte aus. Zwei Welten. Die farbige und die weiße vermischten sich an Sonnabenden völlig ohne Probleme. Manchmal roch es nach Ärger. Aber irgendwie war Chief Will Henry Lee immer rechtzeitig zur Stelle und achtete darauf, dass alles einen geregelten Lauf nahm. Selbstverständlich liefen auch manche Dinge am Rande ganz unbemerkt. Und wenn man eine Stadt insgesamt als Stadt betrachtet, übersieht man gelegentlich die kleinen, unterschwelligen Strömungen, die ein ganzes Gemeinwesen verändern können. Was bedauerlich ist. Alles mal hier hören. Diesen 12 Jahre alten Maulesel bekommen Sie für ein halbes Trinkgeld, obwohl er noch sehr gut arbeitet. Der unbestrittene Höhepunkt eines jeden Sonnabends war die Maultierauktion. Das war eine Mischung aus Spiel und Theater, der sich niemand entziehen konnte. Was dumm an der Stadt ist, es gibt zu viele Mädchen. Ja, hast du eins? Ein Mädchen? Nein, ich auch nicht. Aber ich nehme eins. Wann? Nächsten Samstag? Vielleicht übernächsten Samstag. Mr. Horst probiert uns nur alle 14 Tage den Samstag fahren. Oh, entschuldigen Sie bitte. Du bist doch der kleine Lee, nicht wahr? Ja, Sir. Wie geht's denn eurem Hund? Ich wette, in den Picknickkorb passt er nicht mehr rein. Das ist richtig, Sir. Er ist wirklich ein toller Hund. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Kennst du dich mit Labrador-Hunden aus? Die werden ziemlich groß, nicht wahr? Ja, die kommen aus Neufundland und Labrador. Da oben gibt's viel kaltes Wasser. Die Fischer benutzen sie, um ihre Netze aus dem Wasser zu ziehen. Ihr dickes Fell hält sie warm. Sie schwimmen gern und sind erstklassige Jagdhunde. Hast du schon mal Enten gejagt mit deinem Daddy? Nein, Sir. Naja, vielleicht nehme ich dich und deinen Hund mal mit auf die Jagd. Kommen Sie, meine Herren. Nur keine falsche Scheu. $80 sind geboten. Glaubst du, dass es Hunde gibt, die Netze aus dem Wasser ziehen und so ein Quatsch? Na klar, das wusste ich doch schon die ganze Zeit. Weißt du, da oben gibt es nämlich wirklich eine Menge kaltes Wasser. Und diese Hunde haben ein besonders dickes Fell. Klar? Na also. Jetzt kommt langsam Stimmung auf. Ich will mehr hören. Da drüben der Herr, hebt die Hand. Damit sind wir bei $90, aber das ist zu kurz vorm Ziel, um aufzuhören. Also, wer sagt was Neues? 92, 94, na? Wer wagt den Sprung? Thank you.
Delano wurde mit der Zeit immer größer und gewann an Bedeutung. Zum einen waren wir auf den Landkarten jetzt schon mit einem etwas dickeren Punkt gekennzeichnet. Zum anderen lagen wir an der direkten Strecke nach Warm Springs, was uns manchmal einen Besucher von nationaler Bedeutung bescherte. An einen kann ich mich besonders gut erinnern. Karriere. Ich gebe mir Mühe. War schön, Sie mal wiederzusehen, Lou. Aufpassen, wo Sie langfahren! Was haben Sie denn, Will? Wissen Sie nicht, wer das gerade war? Das interessiert mich ein Dreck, wer das war. Es war Franklin Delano Roosevelt. Wirklich? Das darf doch nicht wahr sein. Franklin Delano Roosevelt, hm? Ich habe ihn gewählt, als er sich 1920 mit Cox um die Präsidentschaft bewarb. Vielleicht war das der Grund, weshalb er die Wahl verloren hat. Schon wirklich? Wirklich ein Trauerspiel, dass er an Kinderlähmung leidet. Ich wette, der könnte eine hervorragende politische Karriere machen. Ja, das bezweifle ich nicht. Ist vielleicht etwas radikal für meinen Geschmack, aber ich mag ihn trotzdem. Er gibt nicht so leicht auf. Das muss man ihm zugutehalten. Wussten Sie, dass der Wagen eine Spezialanfertigung ist, damit er ihn ohne Fußpedale fahren kann? Wirklich? Ja. Seine Familie hat ein Grundstück in Warm Springs gekauft. Sie glauben, die warmen Quellen sind gut für ihn. Na, schaden werden Sie sicher nicht. Nein, nein. Der Mädchenname seiner Mutter ist Delano. Er hat gesagt, er stellt sich vor, wir hätten die Stadt nach ihm benannt. Ja, wenn Sie Spaß machen. Na, das kann auch nicht schaden. Ach so, Will. Der Stadtrat hat Ihnen gestern Abend eine Gehaltserhöhung bewilligt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Oh, ich denke, ich werde lernen, damit zu leben. Danke, Hugh. Na, wie geht's, Chief? Was soll man sagen, Sheriff? Alles friedlich hier bei Ihnen? Also, hier war es in letzter Zeit ruhig wie in der Bibelstunde. Auf dem Weg hierher bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren. Da habe ich mit einem von Grandys Deputies gesprochen. Ja? Er sagte, sie müssen sich drüben in Justin mit einem Mord rumschlagen. Einem Mord? Ein Nigger hat ihn gestern Morgen gefunden. Ein halbnackter junger Bursche. Er hing in einem Zaun mit einem Loch von einer 45er im Kopf. Ein weißer Junge? Ja, so ein blonder Typ. Ungefähr dasselbe Alter wie der Bursche, den sie neulich bei Hodus Bluff gefunden haben. Ich habe ihnen doch mal gesagt, dass die Landstreicher sich gegenseitig umbringen. Ganz in der Nähe, wo man den Jungen gefunden hat, gab es ein Lager von denen. Jetzt ist natürlich keiner mehr da. Landstreicher haben die Angewohnheit, ihren Dreck immer von anderen wegräumen zu lassen. Ich mache mich lieber auf den Weg. Sorgen Sie weiter für Ruhe. Sie auch, Skeeter. Will Henry Lee bekam eine Gänsehaut, als Skeeter von dem Mord im Justin County erzählte. Er war sicher, dass das kein Zufall sein konnte. Er las die Aufzeichnungen durch, die er damals gemacht hatte, und sah sich die Fotos, die Dr. Sauls ihm geschickt hatte, nochmal genau an. Er wusste, dass er damals versagt hatte. Aber wenn dieser neuerliche Mord mit dem ersten zu tun hatte, dann musste er es herausfinden. Er war der Chief. Aber er durfte dabei nicht außer Acht lassen, dass Justin County nicht in seine Zuständigkeit fiel. Er ließ sich auf einen Hochseilakt zwischen den beiden Countys ein. Und er wusste, er würde beide Sheriffs gegen sich haben. Guten Morgen. Sheriff Quandy ist im Gericht. Na ja, dann werde ich eben hier auf ihn warten. Ich an Ihrer Stelle würde das nicht machen. Skeeter Willis hat uns schon vorgewarnt, dass Sie Ihre Nase hier reinstecken. Aber wenn Sie einen Rat wollen, Chief, bleiben Sie lieber in Ihrem eigenen Nest. Der Bursche wurde von Landstreichern ermordet und damit aus und vorbei. Wir haben ihm alles bis auf die Unterhose abgenommen. Und als wir uns die Burschen vorknöpfen wollten, waren sie schon weg. Und wo ist die Leiche? Wahrscheinlich schon 6 Fuß unter der Erde. So wie ich Totengräber Underwood kenne, verschwendet der nicht viel Zeit, wenn keiner für die Blumen zahlt. Gut, vielen Dank, Deputy. Hm.
Zum Teufel auch. Seit dem letzten Regen ist ja keiner mehr gewesen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie immer nur dann zu mir kommen, wenn jemand ermordet wurde? Das gefällt mir nicht, Chief Lee. Ist nicht böse gemeint, Foxy. Aber ich finde es ausgesprochen beleidigend, muss ich Ihnen sagen. Das tut mir außerordentlich leid. Ich dachte, wo Sie doch immer in der Nähe des Landstreicherlagers jagen, wäre Ihnen vielleicht mal irgendwas aufgefallen. Guten Jägern wie Ihnen entgeht selten was. Da haben Sie allerdings recht. So viel ich weiß, haben da unten schon seit einer ganzen Weile keine Landstreicher mehr gehaust. Das habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht kommen Sie mal wieder vorbei, wenn ich mehr Zeit habe. Ja, Sir, das mache ich. Ach, übrigens, meine Kinder sind ganz vernarrt in den Hund. Vielen Dank nochmal. Nicht der Rede wert. Ich habe ihn heute Morgen begraben. Warum denn so schnell? Warum nicht? Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht eine Obduktion geben wird. Es gibt keinen Zweifel an der Todesursache und kein Geheimnis um den Toten. Sein Name war Frank Collins. Seine Tante und sein Onkel drüben in Wayville haben von der Schießerei gehört und waren hier, um ihn zu identifizieren. Der arme Kerl war seinen Eltern in Ohio weggelaufen, haben sie erzählt. Warum haben sie die Leiche nicht nach Ohio zurückgeschickt? Darauf legten sie keinen Wert. Sie haben übrigens den Eltern des Jungen von hier aus Bescheid gegeben. Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber haben Sie irgendetwas Besonderes an dem Körper des Toten festgestellt, von der Schusswunde mal abgesehen? Ja, Prellungen an den beiden Handgelenken, als ob sie gefesselt oder in Handschellen gewesen wären. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir eine Beschreibung von diesen Prellungen zu geben? Am besten, Sie schreiben einen kurzen Bericht darüber und schicken ihn mir zu. Kein Problem, das kann ich machen. Aber die Untersuchungen sind schon abgeschlossen worden. Wie meinen Sie das? Na ja, ich habe seine Verwandten gefragt, ob der Junge vielleicht eingesperrt war oder sowas. Aber der hatte das Haus erst 4 Tage vorher verlassen. Und soviel ich weiß, ist er auch vorher nie aufgegriffen worden. Das steht auch in dem Bericht von Sheriff Grundy. Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Ah, hallo, Sheriff Grundy. Gerade mal ein paar Erkundigungen über den Tod des jungen Burschen eingeholt. Mr. Underwood hat bei ihm die gleichen Verletzungen an den Handgelenken festgestellt, wie bei dem Toten, den wir gefunden haben. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Ja, und Sie haben Foxy Vanderburg wieder mal belästigt. Er hat mich angerufen. Gefällt mir nicht, wenn Sie meine Freunde belästigen. Gefällt mir gar nicht. Aber ich habe ihn doch nur wegen der Landstreicher befragt, sonst nichts weiter. Die hatten ganz in der Nähe mal ein Lager. Ich glaube, man hat sie da falsch informiert. Moment mal. Jedes Mal, wenn so eine neue Kleinstadt eine Blechmarke an einen Farmer ausgibt, dann hält der sich gleich für den Größten. Hören Sie zu, jetzt will ich Ihnen mal was erklären, Chief. Damit Sie nicht falsch informiert werden. Ich reiche eine offizielle Beschwerde gegen Sie bei Ihrem Stadtrat und dem vornehmen Hugh Holmes ein. Vielleicht setzen die Ihnen dann den Stuhl vor die Tür. Halten Sie sich aus meinem County raus, wühlen Sie in Ihrem eigenen Hintergarten. Und halten Sie sich in Zukunft an das geschriebene Gesetz, das hier bei uns gilt. Und jetzt fahren Sie wieder nach Hause. Steig in den Wagen, hörst du? Frage jetzt die Leute, was dein Daddy ihnen für das Fenster schuldet. Ja. Vielen Dank, Chief. Ja, Gott sei Dank. So gut. Vielen Dank.
Du hast genau das Richtige getan, Will Henry. Emmett Spence ist ein Flegel. Er hätte leicht jemanden verletzen können. Ja, aber das war nicht der Grund für die Trachtprügel. Ich habe ihn verprügelt. Ich habe ihn verprügelt, weil es mir dabei besser ging. Ja, das ist wahr. Ich hatte kurz vorher selbst Prügel bezogen von einer alten Krähe, die sich Sheriff nennt. Dieser Fall macht mich wütend, Carrie. Und ich habe Emmett deshalb übers Knie gelegt, weil es mir dann besser ging. Den Jungen, den wir begraben haben, weißt du noch? Hm? Ja. Den hat auch jemand verprügelt, weil er sich dadurch besser fühlte. Und jetzt das zweite Opfer, der Junge, den man erschossen hat. Den hat auch jemand geschlagen, weil er sich dadurch gut fühlte. Man kann nicht rumlaufen, als Stimme des Gesetzes und Menschen bestrafen, nur weil man sich dabei gut fühlt. Ich denke, diese Stadt hat einen besseren Polizeichef bekommen, als sie es verdient. Und ich finde auch, dass Emmett Spence genau das erhalten hat, was längst fällig war. Los, weiter! Lauf zu, Kate! Na los! Ho, ho, ho! Okay, Mann, steig ab! Hol die Säcke runter und fang an zu graben. Ich will, dass du jeden Sack voll machst und da drüben an der Stelle säuberlich aufstapelst. Mr. Hoss, es ist ziemlich schlimm da draußen. Willst du mir vielleicht die Arbeit verweigern, Mann? Nein, Sir. In dem Dreckwasser da draußen gibt es nur Schlangen und Fieber. Na? Siehst du irgendwelche Schlangen? Wahrscheinlich bist du genauso feige, wie du schwarz bist. Los, geh da rein. Hast du mich verstanden? Jetzt komm zurück und mach die verdammten Säcke voll. Oder ist es dir lieber, wenn du samt deiner nutzlosen Familie von der Farm verschwindest? Vielleicht fragst du mal deinen großen Freund, Chief Will Henry Lee. Dem wäre es noch zuzutrauen, dass er dir einen Job als Polizist anbietet. Jesse hatte der Gefahr durch die Schlangen und Hoss Spence' Gewehr tapfer widerstanden und tagelang in den Sümpfen gearbeitet. Was ihn dann niederwarf, war ein einfacher Moskito. Die Malaria verwandelte die Welt für Jesse in verschwommene Wahnvorstellungen. Über einen Monat warf es ihn zwischen Schüttelfrost und Schweißausbrüchen hin und her. Er konnte nicht arbeiten, also hatte ihn Hoss Spence kurzerhand von der Farm weggejagt. Ist Mr. Hoss noch da? Nein, Jesse. Mr. Will Henry und Miss Carrie sind hier. Sag, Mr. Hoss, ich fange morgen früh wieder an. Was ist heute für ein Tag? Sei ganz still, Jesse, ganz still. Versuch zu schlafen, ja? Der Doktor sagt, du sollst schlafen. Komm, Sie, wir lassen ihn in Ruhe.
Jetzt geht's ihm schon mal etwas besser. Die Medizin wird auch helfen, aber unter diesen Malaria-Anfällen wird Jesse bis an sein Lebensende zu leiden haben. Übrigens, Carrie, das war eine gute Idee von Ihnen, den alten Idus Prey dazu zu bewegen, sie hier einziehen zu lassen. Naja, das war nicht die reine Wohltätigkeit. Idus erwartet als Miete kostenlose Schreinerarbeiten. Es gab keinen Grund, Jesse da draußen in den Sümpfen arbeiten zu lassen. Hoss hat es ihm heimgezahlt, dass ich seinem Sohn eine Tracht Prügel verabreicht habe. Woher willst du das wissen, Will Henry? Ich fürchte, Will hat leider recht, Carrie. Ich habe zufällig mitbekommen, wie Hoss Benz sich vor 3 Wochen im Eisenwarenladen darüber amüsiert hat. Wie kann man nur so gemein sein? Ich verstehe die Menschen nicht. Tja, mir ist es auch ein Rätsel, warum die Menschen so sein müssen. Mrs. Butts war gestern bei mir. Ich musste ihr Gesicht mit 6 Stichen nehmen. Ich hätte sie ja gerufen, aber ihr Sohn, Sie wissen doch, Sunny. Ja. Also, der hatte seinem Vater bereits ein ordentliches Ding übergezogen, um seiner Mutter zu helfen. Großer Gott, die werden sich noch gegenseitig alle umbringen. Ich finde es sehr bedauerlich, aber überraschen würde es mich nicht. Ich habe stets versucht, der Not gegenüber nicht blind zu sein. Ich hoffe, Sie verstehen das richtig. Aber ich war zu beschäftigt. Ich sah, wie Delano vor meinen Augen wuchs. Neue Häuser, neue Straßen kamen dazu. Wir mussten die Stadtpläne schneller drucken lassen, als die Druckerfarbe auf den alten trocknete. All das berührte den kleinen Joshua Cole herzlich wenig. Jetzt, wo sein Daddy krank war, bettelte er ab und zu um Gelegenheitsjobs, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Ab und zu durfte er in Rautens Gemüseladen sauber machen. Aber wenn man einen halb verhungerten Jungen mit einem Haufen Lebensmittel alleine lässt, kann man sich ja vorstellen, was da passiert. Gib mir das her! Du gibst mir das sofort wieder her! Jetzt hör mal gut zu. Ich bezahle dir 1/4 Dollar, damit du hier aufräumst und nicht, damit du mich bestiehlst. Aber wir haben noch Hunger zu Hause. Bitte, Mr. Ed, es tut mir leid. Ja, jetzt holst du mir wieder was vor und versuchst es auf diese Weise. Und in 10 Minuten klaust du hinter meinem Rücken wieder wie ein Rabe. Ich lass dich jetzt mal ein bisschen abkühlen. Denk mal in Ruhe darüber nach, was du getan hast. Komm mit, Joshua. Na komm schon. Du gehst jetzt raus zum Wagen und wartest auf mich, verstanden? Na mach schon. Hören Sie mal, Will Henry. Ich weiß, seine Leute haben es nicht ganz einfach, aber Sie können ihm das auch nicht so durchgehen lassen. Stellen Sie sich mal vor, wenn die Leute aus Braytown hier reinkommen und meinen, sie können sich einfach selbst bedienen. Ed, er kommt nicht so ohne weiteres davon. Aber eigentlich müsste er für so einen Diebstahl ins Heim. Ach, was soll denn das, Will Henry? Ist doch klar, dass sie nicht will, dass er gleich in irgendein Heim kommt. Können Sie ihm nicht was anderes anhängen? Irgendwas Harmloses. Da haben Sie eine sehr gute Idee, Ed. Ach. Danke. Mr. Roughton sagt, er ist bereit, es als Mundraub durchgehen zu lassen. Und was bedeutet das, Mr. Will Henry? Oh. Das bedeutet, der Friedensrichter wird dir dafür ungefähr 10 Tage geben. Aber die kannst du abarbeiten, indem du für den Stadtverwalter Sam Greer die Straßen fegst. Auf diese Weise bist du wenigstens tagsüber in der frischen Luft. Dann muss ich jede Nacht zurück ins Gefängnis? Hinter Gitter? Schon gut, schon gut. Ich sag dir was, du kannst jeden Abend nach Hause. Aber du musst mir versprechen, dass du dich jeden Morgen hier blicken lässt. Okay? Versprichst du es mir? Ja, natürlich, Mr. Wilhelm. Ich verspreche es Ihnen. Ach so. Hier. Nimm das. Wenn ihr wieder mal nichts zu essen habt, dann sagst du mir Bescheid. Ja, Mr. Will. Daddy ist mal wieder schwer krank. Und die Medizin hilft auch kaum noch. Danke. Morgen früh bist du hier. Pünktlich um 10 Uhr beim Friedensrichter. Ja. Und jetzt lauf nach Hause. Das wär's dann schief, wenn Sie jetzt nur noch Ihren Will Henry unter die Bestellung setzen. Ich danke Ihnen, Titi. Ich würde Ihnen ja gerne einen Platz anbieten, aber Dooley ist noch nicht ganz fertig. Dooley? Sie machen da gute Arbeit.
Ich habe zu Hause einen Schaukelstuhl aus Rohrgeflecht, der langsam auseinanderfällt, wenn Sie zufällig mal in die Hauptstadt kommen. Was ist das Gute daran, wenn man einen Zigeuner ist wie ich, Mr. Braun? Ich kann überall hingehen, wohin ich will. Haben Sie eine Karte? Hier, bitte, die ist für Sie. Jede erste Woche im Monat bin ich in meinem Büro. Mhm. So, das hätten wir, Titi. Besten Dank, Will. Wir sehen uns bald. In Ordnung. Oh. Übrigens, Will Henry, sieht so aus, als ob irgendwelche Leute hier in der Gegend mit Ihnen Konkurrenz treten wollen. Wie kommen Sie darauf? Na, letzten Monat wollte jemand bei uns per Post ein paar Handschellen bestellen. Hat die Postfachnummer angegeben. Postfach 82. Wir haben denen mitgeteilt, sie sollen sich an Sie wenden. Sie müssen was anderes gefunden haben. Ich habe jedenfalls nichts von Ihnen gehört. Hätte ich auch kaum erwartet. Na gut, also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Hier, Chief Lee. Morgen, Will Henry. Hier ist Skeeter Willis. Ich hatte gestern Abend einen Anruf von einem Sheriff im Fuller County. Da ist wieder ein Junge von zu Hause abgehauen, ein Freund von seinem Sohn. Hat letzten Sonntag Prügel bezogen und ist daraufhin weggelaufen. Sie wissen ja, Kinder. Ja, in welche Richtung ist er gelaufen? Seine Leute glauben nach Florida. Aber wer weiß, wahrscheinlich trennt er die 41 runter Richtung Süden. Ich glaube, es ist Ihre Richtung. Haben Sie eine Beschreibung von dem Jungen? Ja, er ist blond, etwa 1,68 groß, weiße Hautfarbe. Ein gut aussehender Bursche. Wahrscheinlich ist er schon längst über alle Berge, aber falls er Ihnen über den Weg laufen sollte, wäre es gut, wenn Sie mich anrufen. Ja, das mache ich, Skeeter. Danke. Er war über einen längeren Zeitraum an Händen und Füßen gefesselt gewesen. Mit einem dicken Draht oder Handschellen. Er wurde systematisch ausgepeitscht. Man hat fast das Gefühl wie bei einem Ritual. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die gesamte Tortur sexuell motiviert war. Der Bursche wurde gezwungen, während der gesamten Dauer der Misshandlung auf einer unbequemen Fläche zu sitzen. Geschlagen wurde er möglicherweise mit einem schweren Riemen, wahrscheinlich eher noch mit einem Gummischlauch. Das mit dem Schlauch ist eine beliebte Foltermethode. Da wollte jemand bei uns per Post ein paar Handschellen bestellen. Hat nur die Postfachnummer angegeben, Postfach 82. Wir haben denen mitgeteilt, sie sollen sich an Sie wenden. Hallo, hier ist die Vermittlung. Miss Bessie, können Sie mich mit George drüben in der Post verbinden? Ja, Mr. Bell. Hallo? George, hier ist Chief Lee. Ich weiß, Sie sortieren um diese Zeit morgens immer die Post, aber können Sie mir trotzdem einen Gefallen tun? Selbstverständlich. Können Sie mir sagen, wem das Postfach Nummer 82 gehört? Natürlich, das habe ich gleich. Sekunde. Ja, es gehört Foxy Vanderburg. Danke, George. Thank you.
Sheriff Grundy, bitte. Hier ist Chief Will Lee aus Delano. Also, wenn er kommt, sagen Sie ihm, dass ich auf dem Weg zu ihm bin. Ich brauche seine Hilfe für einen Haftbefehl. Das ist jetzt unwichtig für wen. Sagen Sie ihm nur, ich hätte Beweise für ein Verbrechen, das nicht in meinen Amtsbereich fällt. Und bitten Sie ihn, auf mich zu warten. Danke. Well, Henry, dieser Joshua Cole ist heute nicht zum Straßenfegen angetreten. Sam, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss rüber ins Justin County. Verdammt nochmal, Will, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen ihn abends nicht nach Hause gehen lassen. Er sollte eigentlich in Ihrem Gewahrsam sein. Und ich brauche ihn. Will, Henry, ich brauche ihn dringend. Jetzt gleich. Haben Sie den Dreck auf der Hauptstraße gesehen? Ich hatte heute Morgen schon 2 Anrufe. Ich bitte Sie, Sam, Sie sind hier der Stadtverwalter. Wenn die Stadt nicht mal einen Tag ohne den Jungen auskommen kann, dann... schon gut, meinetwegen fahren wir ihn. Zu Mr. Greer. Ich hab's versprochen. Dein Daddy ist todkrank, siehst du das nicht? Mr. Will Henry wird schon nichts dagegen haben, wenn du noch einen Tag bei mir bleibst. Mr. House hat meinen Sohn geschlagen. Nicht schlagen. Ich sag Ihnen, Sie sollen ihn nicht schlagen. Ist ja gut. Ist ja alles gut, Jesse. Der Junge ist hier bei dir. Komm, trink einen Schluck Wasser. Joshua, Mr. Haas hat kein Recht, meinen Jungen zu schlagen. Joshua! Ich bin auch hier, Daddy. Joshua? Hey, Joshua! Joshua! Oh, Mr. Will Henry, Jess ist schwer krank. Ich habe den Jungen zu Hause behalten, damit er mir hilft. Es tut mir leid, das zu hören, Nellie. Wollen Sie, dass ich Dr. Menton rufe? Oh ja, das wäre sehr gut, Mr. Will Henry. Was will Mr. Haas denn hier? Mr. Haas, schlagen Sie meinen Jungen nicht. Sie haben kein Recht. Und jetzt dann lassen Sie uns in Ruhe. Mr. Haas, lassen Sie uns in Ruhe. Gott sei Dank. Kommen Sie zu mir. Helfen Sie mir bitte. Wir müssen ihn zu Dr. Menton bringen. Nein, er wollte es nicht. Daddy, bleib doch stehen. Wir müssen zurück. Nein, jetzt hör mir zu. Ich habe gerade Hoss Benz erschossen. Hörst du? Das war nicht Hoss. Das war Mr. Will Henry. Mr. Will Henry! Dein Vater nicht so einen Unsinn ein! Ich rede keinen Unsinn, Daddy. Du hast Mr. Will Henry erschossen. Wirklich, das hast du. Mr. Will Henry! Aber, mein mächtiger Gott, oh nein! Joshua, jetzt hör mir gut zu. Hör mir genau zu. Du musst weglaufen. Lauf so schnell du kannst zur Hauptstraße. Ich lass dich nicht allein. Du tust, was ich dir sage. Die hängen einen Niggerjungen für nichts auf. Versuch, einen Wagen zu finden. Nach Columbus. Du gehst zu Onkel Tyler, mein Junge. Mein Sohn. Daddy. Zu Onkel Tyler, hörst du? Und jetzt lauf, bevor sie dich holen. Lauf! Thank you.
Oh Gott, was habe ich bloß getan? Make it.